Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 hier auf der Losberg. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir dreschen jetzt eben schon noch zu Ende. Danach werden wir uns mal nach einer Sämaschine schnell umgucken für Mais. Wäre, denke ich mal, auch ein wichtiger Punkt, den wir natürlich betrachten müssen. Wir brauchen natürlich mehr Mais für die Tiere, beziehungsweise für Silage, damit wir natürlich weiter Futter bekommen für die Tiere anstatt Heu. Das wäre natürlich eine relativ wichtige Sache, die wir dann natürlich mal durchgehen müssten, weil da kriegen wir natürlich wesentlich mehr raus als mit Heu. Klar, Maispflanzen wachsen höher als Gras und das ist schon irgendwo klar, ne? Müssen wir mal gucken, ne? Aber kriegen wir, denke ich mal, hin. Das wird alles kein Problem sein. Ja, aber gleich mal durchgucken, was wir da für eine Sämaschine holen könnten, welche in Betracht käme. Und vor allem, wie teuer die wird, die Sämaschine. Werden wir mal sehen. Aber kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Und ich hoffe, die Sonne kommt bald raus. Die Wolken gehen mir so langsam auf den Geist, beziehungsweise aufs Gemüt. Und das ist natürlich nicht so vorteilhaft, ne? Das ist ja nicht so vorteilhaft. Aber gut, wir kriegen es alles hin. Können auch mal von hinten dreschen. Ist auch eine schöne Variante. Werden wir alles soweit hinkriegen. Ne? Das werden wir soweit hinkriegen alles. Sehr schön. Sehr cool. Ja, Korntank ist relativ gut gefüllt. Werden wir schon schaffen. So, nächste Spur, beziehungsweise die letzte Spur hier sogar, die wir hier fahren müssen. Irgendwie kommt mir das vor, als wenn ich schief war, aber es kann von der Kamera her sein. Oder vielleicht ist das Fett auch ein bisschen schief. Ich habe keine Ahnung, aber egal. Wir kriegen es auf jeden Fall relativ gut hin. Das ist natürlich eine relativ schicke Sache. Ja, wir müssen noch einmal hier den Streifen fahren und dann passt das, ne? Hier noch den letzten Streifen hier fahren, dann passt das. Das ist nicht das große Problem hier. Den Streifen noch eben zu machen hier, ne? Kriegen wir hin. Das ist ja nicht viel Arbeit. So, wir haben sogar alles reingekriegt in den Korntank. Das ist sehr cool. Bedeutet, wir fahren jetzt einmal das Rohr aus, machen den Drescher aus. Dann werden wir uns den... schnappen wir uns mal den Case. Wird auch mal Zeit, dass der Case wieder in beziehungsweise Arbeit bekommt, ne? Das wollte ich damit sagen, dass der Case hier auch mal wieder was zu tun bekommt, ne? Weil der steht jetzt seit ein paar Folgen schon rum. Und da tut sich eigentlich gar nichts mehr mit dem Case. Aber auch den wollen wir natürlich weiter nutzen. Und auch weiter, ja, weiterhin halt nutzen, ne? Werden wir mal gucken, kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin, Leute. So, sehr gut. Aber links rum wieder. Und die Wiesen wachsen hoffentlich auch bald. Ne? Die Wiesen wachsen hoffentlich bald. Auf jeden Fall werden wir jetzt den Case, mit dem Case den Kipper holen. Eben mal den Dresch abtanken. Hoppala. Und dann werden wir natürlich hingehen und zu Feld 40 fahren. Feld 40 ist als nächstes dran mit der Ernte. Und dann werden wir mal sehen, wie wir stehen. Ich denke mal, bis ca. 18 Uhr werden wir schon brauchen mit der Ernte. Werden wir sehen. So, Kipper ist hier drin. Ja, das ist schon heftig. Das ist schon heftig, Leute.
Vor allem, was ich gesehen habe in dem Livestream, der Bauer, der Landwirt hat auch nur, sag ich mal, wirklich so alte Kipper und alte Maschinen teilweise. Klar, auch einen relativ neuen Drescher, aber trotzdem ist er schon relativ heftig. Du brauchst ja nicht unbedingt so einen heftigen Kipper oder sowas, ne? Wenn es ein alter Kipper ist, ist es auch eigentlich in Ordnung. Dann hast du zwei davon, ist perfekt, dann kannst du natürlich mehr transportieren. Aber muss jetzt nicht unbedingt sein, ne? Vor allem ist ja auch alles im Prinzip eine Geldfrage, ne? Das ist ja auch alles eine Geldfrage, Leute. Muss man dran denken. Geht nicht von alles von jetzt auf gleich und vor allem muss auch alles bezahlt werden können. Das ist das Problem. So. Auf jeden Fall, der Drescher hat gute Arbeit geleistet hier auf dem Feld. Wir gucken uns jetzt mal eben schnell um nach einer Sämaschine für Einzelkorntechnik. Ich denke mal, das ist noch hier getrennt. Sämaschinen, oder ist das hier nicht getrennt? Nee, das ist hier nicht getrennt, ne? Das wäre unsere Sämaschine. Wir könnten uns hier die Sämaschine leisten. 13.000 bräuchten wir. Wie viel PS haben wir? Wie viel PS haben wir eigentlich? Wir haben Möglichkeit auf 145 PS, 163 PS. Wenn wir hingehen, das ist Kartoffel. Das wäre meist. Das wäre 70 PS, 4,5 Meter Arbeitsbreite. Die hat 3 Meter Arbeitsbreite. 3 Meter Arbeitsbreite. Das wäre dann natürlich wesentlich besser schon. 170 PS, 140 PS. Das wäre eine Variante. 6 Meter Arbeitsbreite. 140 PS. Die Tempo 11.8. 61.000. 140 PS, das würde der New Holland definitiv schaffen. Ich glaube, der Case wird zu knapp. Aber der New Holland müsste das auf jeden Fall schaffen. Ja, Case auch, klar. Ansonsten wird es zu heftig von den Leistungen her, ne? Ja. Aber das wäre zumindest für meist eine Variante. Das können wir uns mal überlegen. Und dann fällt 26. Wow. Ja, das wird, denke ich mal, relativ heftig werden dann. Das wird dann relativ heftig. Wenn wir dann damit arbeiten, ne? Aber gut. Werden wir uns überlegen, der Kipper bzw. der Drescher ist auf jeden Fall leer. Das fahren wir immer eben schnell zum Hof. Rüber. Dann werden wir zum nächsten Feld fahren mit dem Drescher. Feld 40 als nächstes. Dann geht's weiter. Dann geht's unermüdlich weiter, Leute. Alles kein Problem, kriegen wir alles hin. Ich bin mal gespannt. Die Sämaschine wäre natürlich nice, die Tempo F8. Er hat sogar 6 Meter Arbeitsbreite, also wäre sogar relativ praktisch. Dann würden wir das schnell eingesät bekommen. Ja, müssen wir uns mal überlegen. Müssen wir uns echt mal überlegen, Leute. Das wäre vielleicht eine Variante. Geld genug haben wir dafür aktuell zur Verfügung. Das wäre nicht das Problem. Und wir könnten dann relativ gut Silage rauskriegen, ne? Das ist das. Das wäre eine Variante. So. Kurz was getrunken und weiter geht's mit dem Drescher. Wo ist er? Da. Danke sehr. Motor starten, dann werden wir einmal hier Gas geben und zu Feld 40 fahren. Feld 40 ist das nächste Feld, was jetzt ansteht.
Wir haben 15.24 Uhr, 15.25 Uhr. Also haben wir das Feld doch relativ schnell geschafft. Ich denke mal, mit Feld 26 werden wir am längsten bauen. Ist ja auch das größte. Das ist dann nächstes Mal auch klar. Aber ja, werden wir hinkriegen. Ist zu schaffen, werden wir hinkriegen. Dann bin ich mal gespannt mit der Sämaschine. Das wird eine coole Sache. Gut, hier müssen wir Ballen pressen, Strohballen pressen. Und kriegen wir hin. Ne? Das kriegen wir hin. So, einmal rechts rum. Fahren wir jetzt direkt zu Feld 40 rüber. Dann werden wir das eben schnell fertig machen. Dann sollte es eigentlich relativ gut passen. Ne? Ich meine, wenn wir Feld 40 fertig haben, dann haben wir noch Feld 26 vor der Brust. Und dann sollte es eigentlich auch zeitlich relativ gut passen, wenn wir nicht die Straßenlaternen mitnehmen und die Mauer und das Gebäude hier, ne? Das sollte dann zeitlich eigentlich relativ gut schaffbar sein. So. Hier steht natürlich der Raps jetzt an. Ich glaube, hier war Raps, meine ich. Korrekt. Bringt relativ gutes Geld. Da freue ich mich natürlich schon drauf, auf das Geld. Natürlich, klar. Das wird richtig gutes Geld bringen. Das auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf. Aber auch die anderen Sachen freue ich mich natürlich mega drauf, wenn wir dann wieder endlich häckseln können. Und die anderen Sachen machen können. Strohballen pressen, Strohballen verfrachten und was weiß ich was. Heuballen wieder. Ja, das wird mega werden. Das wird echt mega heftig werden. Das wird richtig heftig werden, Leute. So, die Spur ist erledigt. Fahren wir jetzt direkt hier hinten in die nächste Spur. Da haben wir das eigentlich auch relativ schnell durch, denke ich mal. 1100 Liter Raps sind schon drin. Ganz schön viel schon. Für das kleine Feld oder die kleine Strecke, die wir bis jetzt zurückgelegt haben hier auf dem Feld, ist das schon, denke ich mal, relativ viel. So. Belegungen für ein zusätzliches Projekt sind gerade da. Hab den Ron das auch gerade geschrieben per WhatsApp. Ich bin mir gerade am Überlegen. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das anstellen werde. Ich denke mal, ich werde das definitiv machen. Es hat nicht direkt mit YouTube zu tun, aber sage ich mal doch schon, sage ich mal im Hintergrund mit YouTube. Ich denke mal, das kriegen wir auch, denke ich mal, auf die Kette. Beziehungsweise, das wird, denke ich mal, noch eine schicke Sache werden, wenn wir da auf Dauer was machen sollten. Mal schauen. Bin mal gespannt. Halt mal gucken, wie wir das machen werden, anstellen werden und alles, ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal, Leute. Kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin, Leute. Wird schon, denke ich mal, gut werden.
So. Ja, nächste Spur. Dann haben wir es, denke ich mal, geschafft. Hier mit dem Stück. Eben schnell zurückfahren. Was heißt eben schnell zurückfahren? Dauert auch ein bisschen, ne? Dauert auch ein bisschen. Okay, Kremlin. Wie gesagt, ich habe so ein paar Ideen zumindest, was das angeht, was das Projekt angeht. Wird natürlich auch wieder Arbeit werden zusätzlich, aber okay, dann sind wir, denke ich mal, da auch besser aufgestellt, was gewisse Dinge angeht. Und das ist dann die Hauptsache natürlich auch, finde ich. Oder da besser aufgestellt sind teilweise. Da freue ich mich natürlich schon mega drauf dann. Dementsprechend. Jetzt werden wir drehen. Werden wir drehen können. Ja, kriegen wir hin. Dann werden wir hinten noch eine Spur wegnehmen und dann einmal da zurückfahren und dann immer hin und her fahren. Ah, auch das kriegen wir hin. Auch das kriegen wir hin. Sehr schön. Das heißt, ich habe jetzt ein paar Folgen aufgenommen. Aufnahmesession wäre dann auch mit dieser Folge vorbei. Den Rest werden wir in der nächsten Folge fertig dreschen. Und dann werde ich jetzt natürlich die Folgen schneiden, bearbeiten und alles. Ich denke mal, es sollte relativ gut passen auch. Und von daher danke ich euch erstmal an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß in den letzten Folgen wieder gehabt und seid auch in den nächsten Folgen wieder mit dabei. Morgen neue Folge definitiv. Hier LS17 Losberg wieder auf meinem Kanal. Und freue mich natürlich, wenn ihr wieder einschaltet und Spaß auch an der Sache habt. In diesem Sinne, danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Servus und tschüss.